worüber man reden könnte. Da schwimmt ein Zombie, ohne Witz. Du hörst, was dir gedacht hab, ne? Ja, ich höre dir voll zu. Hey, Elder Scrolls Online, kommt das jetzt doch raus? Ja, aber das ist doch scheiße. Echt? Ja, das ist voll der Crap. Hey, aber ich hab das bei Play Massive gesehen und da, also, ich finde das auch jetzt nicht geil, aber da haben halt viele Kommentare untergeschrieben. Ja, ich find's geil und so, keine Ahnung. So MMO-Spieler oder so werden da, glaube ich, ihren Spaß dran haben, oder? Wenn du allgemein MMO magst. Also das ist jetzt nichts für Leute, die dann ein Skyrim-Spiel erwarten oder so, aber so MMO-Leute? Ja, ich bin ja nur nicht der große MMO-Leut. Aber der Trailer war auf jeden Fall mega fett. Ja, aber der hat keinen Bezug quasi zum Spiel. Hey, das ist bei MMOs irgendwie immer so, ne? Da ist ein Render-Trailer immer vor. Ja, aber weil es ja auch nie wirklich so ist, dass es einen beeindrucken könnte, die ganzen Spielszenen oder so. Obwohl bei Star Wars war das immer nur Render oder haben die da auch irgendwann mal richtige Trailer gehabt? Ja, das war auch Render-Trailer. Trailer. Trailer! Trailer. So. John Razor, ich hab auch 2 Frag-Grenades, ich geiler Motherfucker. Ah, da kann man was mit anstellen, auf jeden Fall. Ich hab jetzt übrigens auch Shameless habe ich jetzt auch zu Ende geguckt. Was heißt zu Ende? Also, ich hab die zweite Staffel Mittwoch zu Ende geguckt. Jetzt, wo ich meinen Fernseher habe, bräuchte ich mal wieder was, dass ich mir da drauf reinziehen kann. Ey, du musst das machen. Weißt du, wenn du das nicht runterlädst oder so, musst du das einfach streamen und dann auf dem Fernseher und dann mit HDMI und dann halt über Lautsprecher. Das ist mega chillig. Ist das ganz normal HD oder ist das schlechter? Das ist HD. Also 27, nicht irgendwie 45 oder so. Nee. Okay, ist ja gar nicht mal schlecht eigentlich. Also da gibt es ja ganz viel Schrott halt, aber wenn du über Streamcloud oder über... direkt von hier Movie2K macht, da ist es auch hammergut. Und weil das lädt auch voll schnell. Normal, also nicht HD-Sachen, auf dem Fernseher, ey, ich hab das schon ausprobiert. Ja, Mann. Da kriegst du richtig Augenkrebs, Alter. Das ist so ein richtiger Matschhaufen. Weil du da auch so nah dran sitzt. Wenn man weit genug weg sitzt, dann geht das vielleicht, aber. Naja. Ja, auf jeden Fall ist jetzt ihr richtig gut, Alter, und richtig abgefuckt. Richtig abgefuckt. Was habe ich noch nicht gesehen? Sowas habe ich noch nicht gesehen. Irgendwas habe ich letztens gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Das war von dem Producer von Dr. House, das, was er jetzt macht. Das hat mich richtig abgefuckt, Alter. Da war irgendwie so ein Typ und der war im Knast. Das war. It's a Following. Nee, glaube ich nicht. Das ist aber so ein was, wo der im Knast ist. Das ist. Ja, ich glaube aber, der ist nicht immer im Knast. Das ist aber so ein Psychopath. Nee, ist nicht unbedingt ein Psychopath. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich habe mich da nicht weiter informiert. Ich habe da nur so einen Ausschnitt gesehen auf YouTube. Weiß nicht, ich bin da irgendwie mal drauf gekommen, habe da drauf gedrückt. Und dann hat er halt gegen so einen Typen da gekämpft. Das war schon richtig geil gemacht, Alter. Da hat er den mal eben so den Schwanz abgeschnitten und all so ein Scheiß, ey. Und da dachte ich mir so, what the fuck geht denn jetzt ab? Das hat mich auch schon irgendwie gehuckt. Also, da muss ich auch nochmal gucken. Wie und was und wo das gezeigt wird. Güte ist. Ich überlege auch momentan so, ob ich nicht einfach anfange, Serien auf Englisch zu gucken, weil es dauert so unbeschreiblich lange immer. Geht eigentlich bei vielen Serien, bei Game of Thrones und bei Walking Dead dauert das nicht lange. Ja, stimmt schon. Walking Dead Staffel 3 ist auch übrigens geil. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Serie hast, wie die zum Beispiel, bis da denn mal die erste Staffel überhaupt nach Deutschland kommt, das dauert ja meist ewig, weil man ja erstmal gucken muss, läuft das denn überhaupt oder lohnt das überhaupt, sich das zu übersetzen, etc. Kannst du das lieber gleich in Englisch gucken, zack, dann hast du es. Es kommt aber drauf an, ne, ob man das versteht. Solange die nicht so sprechen wie bei Ni No Kuni, ist alles gut. So heftig, ey. Weil Top Gear kann ich ja auch ohne Probleme gucken und ich verstehe alles. Da gehen mir die Folgen immer so ein bisschen zu lange, weiß nicht, da habe ich immer keine Zeit für. Das geht auch eine Stunde. Ja, eine Stunde, ne? Ist ganz schön lange. Wenn man das nicht unbedingt interessiert, also ich bin ja ein ziemlicher Fanboy mittlerweile, wenn das nicht unbedingt interessiert, kann man auch Sachen, die ja nicht interessieren, dann nicht ziemlich schnell skippen. Also die Interviews skippe ich meist auch, weil das meist Leute sind, die einen überhaupt nicht interessieren, aber wenn da dann irgendwie, weiß nicht, es ist manchmal irgendein Vogel, der einen halt so halbwegs interessiert, da kann man sich das mal angucken. Zum Beispiel Slash oder so, wenn die da sitzen. Aber wenn da dann irgendwelche britischen Schauspieler, von denen man erst einmal was gehört hat oder jedes Mal wieder hier
Doctor Who sitzt, was mir sowas von am Arsch vorbeigeht. Doctor Who ist doch in England bestimmt eine große Nummer, oder? Das ist die größte Nummer überhaupt, Alter. Das ist richtig heftig. Ist das gibt's immer noch, ne? Das gibt's immer noch. Das läuft wahrscheinlich noch bis ins Ende der Zeiten. Kämpft er da immer noch gegen die Daleks? Ja, nee. Doch, ich glaube, die holen sie immer mal wieder raus mittlerweile. Bin da ziemlich schlecht informiert. Überleg dieses Toilettenpapier, Mann. Was soll denn das heißen? Muss man jetzt auch bald scheißen? Kommt dann da unten so eine Scheißanzeige? Dann, weißt du, die Fressanzeige wird leer und die Scheißanzeige wird voll. Ah. Das wäre hammergeil, auf jeden Fall. Aber hier ist eine Jerrycan, die packe ich doch am besten mal ein, wa? Erstmal mein Toilettenpapier in den Rucksack tun. Tun da tun. Tun, tune, Mune. Take Jerrycan. Ich bin echt ausgerüstet. Weil hier wegen EA, weil die ja diese ganze Scheiße machen, ne? Die müssen ja jetzt auch wieder Geld reinholen, aber richtig. Die haben richtig Verlust gefahren in letzter Zeit. Ja, halt mit diesem Star Wars Geschäft. Ja. Das hat ja hammer viel Geld gekostet. Das hat irgendwie 200 Millionen gekostet oder so. Ja. Und das ist überhaupt nicht. Übelst gefloppt, ja. Ihr habt ja auch Dings. Dead Space und so, das fährt ja auch im Minus. Ja, da muss man die ja aber auch mal ein bisschen verstehen und nicht einfach immer so grundlos flamen, ohne jetzt zum Beispiel jetzt ich irgendwie, weiß keine nicht. Ahnung. Ich finde, da ist man selber schuld. Die haben einfach scheiße gewirtschaftet, ne? Ja, aber was sollen sie denn machen? Sollen sie pleite gehen oder was? Ja, das ist die Frage. Ich würde eher dann an denen ihrer Stelle ein bisschen zurückschrauben, ey. Die brauchen ja nicht das x-te Need for Speed oder so. Obwohl Need for Speed verkauft sich einigermaßen. Das ist eigentlich noch ein gutes Geschäft. Da ist nicht viel Arbeit und da verdienen sie gut Geld mit. Aber dann müssen sie halt ein paar Sachen mal zurückschrauben. Das geht halt nicht. Und ich finde, dass die Origin zum Beispiel so Scheiße betreiben, ne? Da könnte man auch viel besser Geld rausholen. Wenn sie das nur halbwegs so machen würden wie Steam. Denen geht's ja nun auch nicht schlecht, obwohl sie da ständig riesen Rabatte reinhauen und so weiter. Ja gut, die verkaufen das ja. Aber Steam betreibt keine Verlustgeschäfte eigentlich. Ja, Steam ist ja quasi nur der Vertreiber. Aber EA würde ja keinen Verlust machen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Kopie, also eine digitale Kopie, das ist ja nur eine Datei, wenn sie die für 20 Euro weniger verkaufen, machen sie ja eigentlich keinen großen Verlust. Also gar keinen eigentlich. Machen sie ja immer noch 30 Euro Gewinn. Und wenn sie das ab und zu mal machen würden, dann könnte man damit, glaube ich, ordentlich Geld mehr reinholen, als jetzt alles für 60 Euro zu verkaufen da. Die PS4-Spiele kosten ja angeblich 80 Euro. Ohne Witz. Also 79,99 angeblich. Ah, das also die, also mein, also hier dieses Destiny von diesen Halo machen, das jetzt für PS4 exklusiv kommt. Was irgendwie ein bisschen behindert ist, weil die. Hä, das kommt Halo wirklich für PS4 exklusiv jetzt. Ja. Ich glaub, nee, war das nicht so. Echt? Doch, das kommt exklusiv. Ohne Witz. Was kommt denn dann noch für die Xbox? Halo. Halo 5. Ja, toll. Dafür kaufen wir eine Xbox. Oh, dafür kaufen sich ganz viele eine Xbox, glaube ich. Du weißt nicht, wie viele Fans diese Scheißreihe hat. Ja, toll. Call of Duty hat auch viele Fans. Oh. Das ist aber doch eigentlich. Xbox kann mir jetzt nichts mehr bieten. Ne? Das wird auf jeden Fall gelistet für 79,99 bei Amazon. Ja, gut, das Listen ist natürlich so eine Sache. Kann natürlich sein, dass das so ein Vorpreis ist, ne? Das ja, glaube ich eher. Einfach sicher gehen. Das ist ja meist auch bei PlayStation 3 Spielen, das ist doch momentan noch so, dass sie die einfach dann für 65 Euro oder so reinsetzen. Ja, der GTA kostet ja auch jetzt noch irgendwie 77, keine Ahnung. Ja, da würde ich mir nicht allzu viel Sorgen machen, aber das, ich würde auch schon ein bisschen teurer, würde ich schon ein bisschen dreist finden irgendwie. Ich finde das eigentlich schon zu teuer. Ja. Obwohl für so ein Spiel, also ich finde, es kommt immer aufs Spiel darauf an. Ich weiß, ja, da kann zum Beispiel man, da kann für sowas wie Ni No Kuni. Weißt du, für so ein Spiel wie, ja, für sowas oder für GTA oder so, da kannst du locker mal 60 oder 70 ja, da habe ich da auch kein Problem mit. Aber für so ein Spiel wie, weiß ich nicht, Metal Gear Rising oder so, keine Ahnung, das kann man doch nicht für das gleiche Geld vertreiben. Nee, es ist einfach, es steckt natürlich genauso viel Aufwand drin, aber es ist halt, ja, das beschäftigt einen nicht so lange, ne? Die Produktionskosten sind doch auch alle unterschiedlich. Oder nicht? Ja, doch. So ein Call of Duty hat im Leben nicht so viele Produktionskosten wie ein GTA 5. Nee.
Im Leben nicht. Hä, was ist. Hä? Was ist hier denn los? Die Karten sind schon alleine mehr als die letzten 5 Call of Duties. Ja. Was ist hier los, Alter? Auf dem Airfield ist voll seltsame Sachen. Ja, GTA 5 kostet natürlich ultra viel, aber das wird natürlich auch ultra viel einspielen. Das wird sich verkaufen wie sonst was. Und ich glaube, dadurch, dass sie das jetzt auf September verschoben haben, das haben sie gemacht, um das nochmal auf die PS4 zu porten. Ja, das. Boah, ich glaube, dann. Das wäre schlimm für mich, ey. Warum? Ja, ich kann mir keine PS4 am Anfang leisten. Ja, das stimmt schon. Aber das macht Sinn eigentlich. Dann muss, ne? dann muss ich mir, wenn es kommt, für PC holen. Ja, wenn es kommt für PC, toll. Ja, wenn es denn für PC kommt. Aber wenn sie es für die PlayStation 4 supporten würden, dann könnten sie eigentlich auf dem PC-Ableger leicht machen. Weil den müssten sie schon haben. Das haben die dort, das mit der PS4, das haben sie doch dementiert. Rockstar hat das doch offiziell dementiert. Ja klar, die das dementiert, aber das heißt ja nicht, dass es trotzdem nicht passiert. Nein, sie haben gesagt, dass sie das nicht machen. Wenn sie sagen, die machen das vielleicht, dann sagen sie haben keine Pläne. Aber die haben gesagt, weil viele das natürlich angenommen haben, dass es so ein Starttitel der PS4 oder so sein könnte. Aber da haben sie gleich gesagt, nee, ist nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Da kann man ein ordentliches Geschäft machen, würde ich sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nochmal der letzte Kracher auf der PS3 und auf der Xbox 360 und dann geht's ab. Alter. Zombie Bob. Oh, ein Jahr später für PC. Oh, scheiße. Was? Jetzt habe ich ein ordentliches Problem auf jeden Fall. Ich habe ein Auto gefunden. Ja, ich sitze in einer Militärbaracke und alles, was ich. Ich habe einen verfickten fucking Golf gefunden. Ein Golf? Einen roten Golf. Alter, wir haben auch einen roten Golf. Wie geil. Und der ist ganz heile und voll. Und mit dem fahre ich jetzt weg. Hammer geil. Ich bin am Airfield, aber ich werde wahrscheinlich demnächst sterben, also. Mach dir noch kleine Pläne, mich abzuholen. Alter. Ohne Witz, Alter. Ich baller hier wie ein Irrer am Airfield rum, ne? Also, was jetzt mal ganz geil wäre, eine Map. Wir haben verschissenen Golf, ey. Ich geile so. Genau den gleichen Golf, den wir auch zu Hause haben. Kannst dich ja richtig heimisch fühlen. Oh ja. Seh nur zu, dass du den nicht kaputt fährst und dass er. Alles grün und der Tank ist voll. Oh, geil, ey. Der ist so gespawnt, ja. Muss ich nur gucken, wie ich zu dir hinkomme. Stirb am besten nicht. Ich wette, ich bin kurz davor, da hinzukommen. Es ist immer so. Es ist immer so. Immer. Ja, es ist wirklich immer so. Wirklich, es ist immer so. Das ist einfach unbeschreiblich behindert bei diesem Spiel. Sobald man auch nur das kleinste bisschen. Hast du das gesehen, wo Pete und Bram das Auto hatten? Ja. Die waren natürlich blöd, ne? Aber es ist immer so. Ja, aber das war echt blöd. Das war so blöd. Wenn du eine Jerrycan findest, dann nimm mit. Ne? Ich hab eine Jerrycan. Sehr gut. Schnellste ist der Kollege ja nicht, ne? Auf dem. Was heißt nicht der schnellste? Also, ich fahre hier gerade auf dem Landweg und da ist der Vetter 30. Das geht aber doch. Ich komme mir gerade vor wie in der Fahrschule, ey. Ja. Kannst du noch was lernen? Ja, Vorfahrt hier, rechts vor links. Ich glaube, so viele Verkehrsteilnehmer werden dir hier nicht begegnen. Doch. Was ist, wenn wir hier den Verkehr regeln müssen? Wissen wir gar nicht, worum es geht. Hier gar keine Bordsteine sind und gar keine Bordsteine? Straßenschilder und so gibt's hier alles gar nicht. Es ist völlige Anarchie hier. Ja, es ist ja auch Ostland, ne? What? Was denn? Was ist denn hier los, Alter? Was denn? Das Airfield ist so ein riesiger, abgesicherter Trakt irgendwie. Mit Radarstationen und all so ein Scheiß. Okay. Alter Schwede. Es ist so ein bisschen wie das Thunderdome, nur wesentlich, wesentlich größer. Und mit 1000 Gebäuden drin und so. Weißt du, was ich jetzt kurz gerne machen würde? Nonnenbomben. Ja, einen Chip nehmen.
So, ganz langsam so. Ich guck schon die ganze Zeit. Woran erinnert mich das? An Peter und als er. Ja, doch, stimmt.